Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Playmobil Polizeivideo. Heute stellen wir euch ein neues Quad mit Rettungsanhänger vor. Habt ihr uns schon abonniert? Falls nicht, bitte jetzt nachholen. Viel Spaß nun. Wir haben etwas ganz Cooles gekauft. Schaut mal. Ein Quad mit Rettungsanhänger vom Playmobil mit der Nummer 70053. Es hat insgesamt 57 Teile. Auf der Rückseite könnt ihr sehen, was alles drin ist. Wir finden dieses Quad richtig cool. Und nun schaut zu, wie wir alles aufgebaut haben. So viele Einzelteile. Hier der Anhänger. Hier das Quad. Und so sieht der Anhänger von innen aus. Was fehlt natürlich in einem Rettungsanhänger? Ein Bett, um die Kranken zu transportieren. Das Bett haben wir nun eingebaut. Es fehlt noch eine Art Schublade, die unter das Bett kommt. Ganz einfach. So, der sieht echt klasse aus und hat einen tollen Sound. Hier seht ihr Krücken. Zwei große und zwei kleine. Hier noch die Sauerstoffflasche und der Tropf. Und nun kommen wir schon zum Quad. Hier stecken wir noch ganz kurz das Blaulicht an. So sieht es denn von der Seite aus. Richtig cool. Und von vorne. Und natürlich fehlt dem Männchen noch ein Helm. So, nun ist die Figur komplett. Sieht richtig gut aus. Ach ja, ein Ärztekoffer haben wir noch. Was ist da alles drin? Klasse, das kann jeder Arzt gebrauchen. Schaut mal, wie gut das fahren kann. Und auch von alleine kann es fahren. Einfach zurückdrehen das Quad und dann fährt es von alleine los. Falls ihr auch so ein cooles Quad haben wollt, unten in der Beschreibung gibt es den Link dazu. Und jetzt nochmal ein paar schnelle Fahrten. Juhu, das macht echt Spaß. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Ihr könnt gerne diesen Kanal kostenlos abonnieren. Zusätzlich die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Playmobil Polizei.